willkommen zurück bei Itemsil. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Skript machen könnt, womit ihr eure IP rausfinden könnt, beziehungsweise womit andere deren IP rausfinden können. Das Ganze habe ich hier gerade auf einem lokalen Server. Dazu kommen wir auch gleich nochmal kurz. Ich zeige euch. Achso, ich weiß warum. Das zeige ich euch gleich, aber erstmal noch. Ich habe die 8080 vergessen. Jetzt mal hier mit der Maus von Map. So. 8080. Jetzt müsste es gehen, genau. So, da sieht man, ihre IP-Adresse, womit sie darauf zugreifen, ist diese. Das, da es jetzt gerade ein lokaler Server ist, ist nun meine lokale IP. Würde ich den Server jetzt direkt auf meinem PC hier hosten, würde da 127.0.0.1 stehen. Und ja, wenn ihr halt direkt hier über deine IP drauf geht, das ist jetzt halt, wie gesagt, lokal, also über meine Seite, wie gesagt, die Rechte gekommen, die will ich nur jetzt nicht unbedingt zeigen. So, schließen wir das mal eben. Geht aber kurz zum Webserver. Das Ganze läuft auf meinem Tablet mit der App Piper Web Server und der FTP Server mit Design. Beim Webserver ist ein PHP Datenbank und so dabei. MySQL alles. Die hier ist kostenlos. Nur zu empfehlen, nutze ich selber. Wenn ihr aber auch Geld ausgeben möchtet, könnt ihr genauso die App nehmen. Die bietet euch noch mal ein paar mehr Features. Wie zum Beispiel hier kann ich leider, kann man das hier zeigen? Dann gucken. Ja, hier steht ja PHP My Admin. Das kann man leider nicht installieren. Das geht aber bei Bitweb Server. Und ja, dann schießen wir jetzt mal los. Als allererstes brauchen wir eine PHP-Datei. Ganz wichtig, PHP, denn sonst klappt das Ganze nicht. Und den Code, den da eintragen müssen. Als allererstes PHP. Und dann schließe ich hier schon mal direkt das Dokument, damit ich das gleich nicht vergesse. Für so dumm halte ich mich nämlich wieder. Und dann müssen wir hier eingeben einfach Echo. Oh, ich habe meine Rechtschreibung wieder. Gänsefüßchen. Hier jetzt irgendein Text zum Beispiel. Ihre IP ist Doppelpunkt. Dann aus den Gänsefüßchen raus. Punkt Dollar Unterstrich Server eckige Klammern Anführungszeichen Remote Unterstrich ADDR und dann 7 Kolon. Und wenn ich jetzt keinen Fehler gemacht habe, soll ich mal, ich hoffe, dürfte es jetzt klappen. Da muss man eben auf meinen Webserver hoch. Da ist die Datei. Man muss dann die REC da. Index hochladen. Und dann gehen wir mal direkt auf den Webserver. 192 so. / REC. Und jetzt sieht man, ihre IP ist sowieso. Mein Fehler war jetzt, ich habe hier keine Leertaste gelassen. Aber, na, kann ich euch jetzt auch nicht zeigen, weil ich will nicht nochmal neu hochladen. Und darüber könnt ihr auf jeden Fall recht viele schöne Sachen machen. Man kann über so ein Skript auch so Sachen rausfinden, wie was für ein Betriebssystem ich habe und so Sachen. Ja, aber das kommt nochmal in einem anderen Video. Und ja, das wär's dann erstmal von diesem Video gewesen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! We'll be right back.